Und wir sind live. Herzlich willkommen hier am Sonntag, am sonnigen Sonntag hier bei EGT. Wir haben heute natürlich wieder was für euch im Angebot. Das Wochenende ist so voll wie noch nie. Am Freitag haben wir einen Doppelspieltag in der Nitro League gehabt, in Rocket League. Wir haben jetzt mehrere Spiele Age of Empires gesehen und noch einen Community Stream. Heute setzen wir nochmal einen drauf. EM-Finale, was das? Das braucht keiner. Heute haben wir tatsächlich hier unsere stolze EGT Halunkenbande im Angebot in der Relegation zur ersten Liga in der Uniliga. An meiner Seite ist unser reizender technischer Assistent und Direktor, der Fred, aka Katus. Hallo. Und ja, meine Wenigkeit, Kevin, aka Kevin. Und ja, vom einem Team-Captain zum anderen. Letztes Mal hat ja bei Rocket League uns der Ravish gestreamt, der heute antreten wird als Captain der Halunkenbande. Und ja, wir sind schon ziemlich gespannt, wie das laufen wird, denn heute haben wir als Gegner im ersten Spiel der Relegation die Kitesse Greenkeepers. Und das ist jetzt tatsächlich im Verlauf der Uniliga für die Halunkenbande das dritte Team vom KitSC, das sie gegen das sie spielen müssen. Genau. Fred, kannst du uns denn bitte einmal das Bracket zeigen? Genau. Wir sehen jetzt da was genau meintest du? Okay, das Bracket, damit meintest du das vermutlich. Ja, genau, den Turnierplan. Genau. Genau, das sehen wir auch. Das Spiel EGT gegen KitSC ist als erstes gelistet. Und nicht verwundern, es haben zwei KitSC-Teams in die Relegation reingeschafft. Gegen Foxfire hat man schon gespielt und auch einen Sieg eingefahren. Gegen die Greenkeepers durfte man noch nicht ran, weil sie in der anderen Gruppe in der Liga 2 waren. Dort haben sie den dritten Platz eingefahren, während unsere Halunkenbande in Gruppe 2 auf den zweiten Platz gesprungen ist mit, ja, wenigen Niederlagen, wenigen abgegebenen Runden, und wir sind gespannt, wie das gleich sein wird. Wir sehen hier, wie schon der Verlauf sein kann, je nachdem, wie sich unsere Jungs hier schlagen. Denn ganz interessant, bei einem Sieg ist der nächste Gegner OFGU eSports aus Magdeburg. Und das verspricht ein bisschen spicy zu werden, denn unser eigener Kapitän hier, Ravish, spielt in einem anderen Wettbewerb zusammen mit Mr. Grony vom OFGU eSports zusammen in einem Team. Also kann gut sein, dass die heute gegeneinander dürfen und so eine kleine Freund-Feindschaft da ist. So ein kleines Derby. Ansonsten, sollte die Halunkenbande verlieren, ist noch nicht alles verloren. Ihr seht's unten dran, es gibt noch eine Double Elimination Bracket, also bei einer Niederlage ist man noch drin, muss aber dann alles hintereinander gewinnen, um einen Platz sich zu ergattern in Liga 1. Genau, da würde dann unsere Halunkenbande im Falle einer Niederlage, was wir natürlich denken, dass es und hoffen, dass es nicht passiert ist, und wir werden sie natürlich anfeuern, so ein bisschen neutral, würden dann landen im. So, jetzt muss ich nochmal umschalten, selber kurz, weil das mir erklärt wurde. Die würden landen in Losers Bracket 1.4. Genau. Und da würde der Verlierer vom Winners Bracket 2.3 landen, was dann das Match zwischen Heilige Makelele und dem Sieger aus Munich eSports gegen Skyline Frankfurt wird. Und ja, das kann auch nochmal interessant werden, wenn das alles eintritt und man gegen Skyline Frankfurt muss, weil da gab es auch ein spannendes Spiel, das man für sich entscheiden konnte in der Gruppenphase. So, und als nächstes würde ich mal kurz unseren Assistenten bitten, einmal bitte die Spielerliste anzuzeigen. Ja, die ist wird angezeigt. Genau, also wir haben auf der Seite der Halunkenbande. Da müsstet ihr jetzt eigentlich alle kennen, aber hier nochmal, dass wir das sichtbar haben. Wir haben unseren Kapitän Ravish, der anführt, zusammen mit Aeonian,
Hawkeye, unserem Torschützenkönig sozusagen, der schon wie gesagt, die meisten Tore geschossen hat für uns. Als Sub haben wir Mad Dog Yunus. Ich kann euch aber schon sagen, der wird heute nicht dabei sein. Das heißt, wir sehen die klassische Aufstellung Revish, Aeonian und Hawkeye bei uns. Und bei den Kittesee Greenkeepers, da sehe ich auch einen Bekannten, den ich in der Formel 1 2020 Uniliga im Vorläufer kennenlernen durfte. Den Kacholand hier als Captain. Mal sehen, ob der heute da ist. Dann haben wir noch auf der Seite der KTC Greenkeepers Zeta, Zack und King Inos. Ja, ich bin gespannt, wenn wir dann davon begrüßen dürfen hier im Match, das in 5 Minuten startet. Ja, und Fred, was denkst du, wie wird das ausgehen? Weil hier in unserer Liga 2 Gruppe 2, die Halunkenbande hat ja Platz 2 erreicht. Auch relativ souverän. Ein paar Matches waren ein bisschen knapp vom Punktestand her. Aber am Ende haben sie es doch immer geholt, bis auf VfR eSports Dresden. Das haben sie nicht geschafft. Ja, was denkst du? Ja, also ich bin ziemlich zuversichtlich. Die Jungs spielen mega gut, mega konsequent, haben auch souverän eigentlich viele Siege geholt. Doch, ich bin da optimistisch. Ja, das klingt doch schon mal gut. Ich kann euch verraten, jemand hat auf dem Uniliga-Discord mal die MMA verglichen von den ganzen Mannschaften aus allen Ligen. Und da hat sich ergeben, dass unsere Halunkenbande tatsächlich einer der höchsten MMAs in Liga 2 hat. Also ich denke, das sollte sich dann auch im Match widerspiegeln. Genau. Und ich kann auch noch aus dem Nähkästchen erzählen von Ravish. Er denkt, dass das schaffbar ist, aber dass die KTC Greenkeepers eine harte Nuss werden. Und er hat auch schon gesagt, er würde sich sehr freuen, wenn sie es schaffen, an OFG eSport ranzukommen, dass sie das Match bekommen. Das wäre sehr lustig. Aber da haben schon einige Matches gegen die gespielt, einige Scrims und ja, das wird nicht einfach. Genau. So, und jetzt warten wir aktuell noch auf eine Einladung in die Lobby. Weiß ja, dass er mich Genau. einladen soll. Ja, ich habe gesagt, uns beide. Okay. Ja, ich denke mal, einige sind auch noch so. Es wird ja heute bekanntermaßen noch später am Abend mit dem Fußball gespielt. Woanders. Ich denke mal, einige haben noch so ein bisschen legerer unterwegs heute. Und einige mögen es gerne knapp. Also von daher, ich bin sicher, wir kriegen gleich eine Einladung, wenn die Lobby steht. Und da kommt sie auch schon. Na, kommst du auch schon. Perfekt. Dann gehen wir gleich mal rein in die Lobby. Grüße noch an Eltron, der schon im Chat Hype geschrieben hat. Ja, schön, dass wir vom Vorgängerstream quasi gehypt werden. Da vielen Dank dafür. Und ich hoffe, dass bin zuversichtlich, dass wir noch mehr Anfeuerung sehen werden, wenn es dann losgeht. Von unseren Leuten und natürlich auch unsere Gäste, falls sich hier einige verstecken. Und gern rein kommentieren, wenn wir irgendwas fixen sollen. Also sprich, wenn Kevin viel lauter oder leiser ist als ich oder wenn man den Spielsound nicht hört. Genau. So, wir sind in der Lobby drin. Es kann jeden Moment losgehen. Wir werden auch schon freundlich begrüßt in der Lobby. Wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Es ist ein Best of Three in dieser Turnierphase. Das heißt, wer zuerst drei Siege schafft, drei Zwischensiege, der gewinnt das gesamte Spiel. Oh, und es geht los. Es geht los. Wir schalten rüber. Jetzt hoffen wir, dass es ohne technische Probleme geht. Nicht wie wie am Freitag, wo wir so einen kleinen Fauxpas hatten. Und da sehen wir schon, es ist alles eingetragen. Ja, der Name vom KTSC war wahrscheinlich ein bisschen zu lang. Da fehlt ein S. Aber ich bin mir sicher, ihre Leistung. Bin mir sicher.
wird keine Fehler zulassen, auch wenn es ein Buchstabe fehlt. So. Heißt das geduldig warten? Die vom KITSC kriegen Name, Passwort noch zugesandt, bestimmt. Müssen das erstmal lesen. So, noch einmal sammeln, bevor sie beitreten. Ich bin auch gespannt, wie das sein wird, weil Hawkey ist mit Abstand der Offensivste bei uns, der Abräumer. Und Ravish eher so ein Techniker-Vorbereiter und Jonian. Also er kann natürlich die Sachen auch, aber im Vergleich zu den anderen ist er mehr so ein bisschen Hau drauf-Typ, bisschen hinten. Bin gespannt, wie sie das dieses Spiel machen werden. So, wir haben schon 1 Minute nach 6:30. Kleine Verspätungen sind schick. Kennen wir ja. Oh, ich wurde gerade korrigiert von Ravish. Es ist jetzt schon Best of Five. Das heißt, genau. Ich habe es vielleicht falsch rum gesagt, aber ich habe das Richtige gemeint. Ja, es ist Best of the Five. Wir gleich sehen werden. Und da Okay. kommen sie auch schon. Kacheland, Zeta, King Inos. Ja, wenn jetzt nicht gleich noch jemand kommt, dann wird das ihre Aufstellung heute sein. Oh, und hier kommt schon in den Game Chat Ready. Und es kommt Go und es geht los. Wir wechseln in den Zuschauermodus. Die Motoren laufen heiß. Der Countdown geht runter. Der Kickoff startet und wir sind da im Spiel jetzt. EGT Halunkenbande gegen KITSC Greenkeepers. So, wir sehen hier. Ja, da wird sich ein bisschen abgetastet. Manchmal ein bisschen awkward. Oh, und das erste Tor von KITSC. Zeta hat hier diese Situation gesehen, dass King Inos bereit ist, den Pass genommen und gut verwandelt. Ja, das haben sich unsere Jungs bestimmt nicht gedacht, wie das anfängt, aber sie sind immer noch heiß drauf. Und das ist nichts, was man irgendwie jetzt sich schämen muss oder so, wenn man 1 zu 0 hinten liegt, kurz vor am Start des Games. So, das war jetzt ein bisschen knapp hier, der Schuss von Kacheland. Und oh! Das hat sie ein bisschen hier überrascht, dass Kacheland nochmal rankommen kann durch den Pass von Zeta. Hier schön quer durch die beiden durch. Ja, da müssen die jetzt aufpassen. Der Schock vom Anfang darf nicht tief sitzen. So, Hawkey am Kickoff. Ah, da kann man jetzt noch nicht so was rausholen. Aber wir haben ja ein paar fähige Spieler hier. Ja, jetzt ist man ein bisschen stuck in der Corner. Macht hier ein 50 mit 3 Spielern. Ja, vielleicht sollte das lieber dann ein Drittel heißen stattdessen. So, jetzt gehen wir hier auf die Corner zu. Man kann bumpen, aber den Ball nicht gewinnen. Und jetzt legt Zeta vor für Kacheland. Hawkey ist überspielt. Ravish kriegt es nicht ganz raus gegen King Inos. Ah, jetzt doch mit dem 50. Ja, jetzt sieht es mehr wie ein Hin und Her aus. Ja, auch wieder knapp. Jetzt muss die Zuordnung ins Tor kommen. Ja, da verlässt man sich wieder ein bisschen aufs Glück. So, und jetzt ist frei. Ist Ravish vor King Inos da? Der Ball schon. Tor von Ravish. Hier ein schöner Konter. Man hat ein bisschen Geduld gehabt. Und das gleich genommen. 1 zu 2. Und noch 3 Minuten 43 auf der Uhr. Noch eine Menge Zeit. So, und wir sehen jetzt hier mal. Jonian hat das Anspiel hier eigentlich gut geschafft und sogar weggebammt. Jetzt kann Ravish leider noch nichts draus machen und der Konter kommt. Aber alle sind da.
Alle sind mit Boost versorgt. Die Inos will nochmal vors Tor setzen. Ah, gefährlich. Da war eine Bump-Chance da für KitSC auf den Torwart. So, Joni in dem Tor. Katschulan schießt. Kein Problem. Aber der nächste Angriff kommt. Ah. King Inos hat sich da verlassen, dass da jemand ist. Aber die sind noch ein bisschen nicht so ganz bereit. Ah, da haben wir gesehen, Ravish hat versucht, Boost oder Bump zu bekommen gegen Katschland, hat das nicht ganz geschafft. Jetzt wird ein bisschen in der Corner gehalten. Ah, Jonion verpasst hier leider. Oh, mit dem zweiten Touch wurde definitiv nicht gerechnet, so wie das aussah. Zeta, nah ans Tor, Katschland kann voll... Nein, King Inos. Entschuldigung, ich habe das Auto verwechselt. King Inos hat hier getroffen. Ja, schöne Drehung, schön den Wanderpraller genommen als Pass. Komplett geplant. So soll das aussehen. Und jetzt steht es 1:3. Es ist nicht unmöglich, aber die Lunkenbande muss sich was einfallen lassen langsam. Ja, schön hier durch die Luft, aber Katschland kann das abfangen. Oh, da war keine Absprache da. Ein Tor von King Inos, nachdem Jonien und Hawkey nicht so ganz wussten, wer zuerst ran soll. Da wird Danke gesagt und abgeholt. Ja, unglücklich, unglücklich. Aber es ist immer noch 2 Minuten 32 auf der Uhr. Und es ist nicht so unüblich, dass mal Spiele auch gedreht werden. Ja, da hat Ravish mit einem Touch gerechnet, der nicht kam. Und wieder ein Angriff für KitSC. Jetzt Katschuland, interessanter Bump. Zeta. Ah, Katschuland ist noch da. Kann er abfälschen ins Tor? Nein, aber eine neue Chance. So, hier kein Problem für Ravish. Da war nicht genügend Druck hinter. Hm, man kommt nicht so ganz raus durch die Corner. Und wieder ein Tor von King Inos. Ja, da wird man bestraft, wenn man nicht aus der Corner rauskommt. Und auch so ein bisschen... Ja, so das zu überraschend kommt anscheinend. Würde ich jetzt mal vermuten. Wir haben jetzt 1:5 und noch 2 Minuten zu spielen in Match 1. So, und Zeta legt gleich wieder vor. Ja, das sah abenteuerlich aus, aber der Ball ist geklärt. Ah, hier fast. Und doch, Hawkey kommt. Ja, wenn der Ball vorne kommt, dann ist Hawkey zur Stelle zum Abräumen. Der lässt sich das nicht nehmen. Ein schöner Pass von Ionien und Zeta kommt nicht ran. So, kann hier jetzt EGT noch ein paar Tore hintereinander schießen? Kann EGT ausgleichen? Wir sehen hier einen Angriff aus dem Kickoff von Katschuland. Durch die Corner wird hier durchgespielt. Oh, jetzt an der Wand entlang. Das haben wir noch nicht gesehen. Ravish. Ja, der Ball wurde nicht getroffen. Hawkey. Na, noch kein Torschuss. Jetzt Eonien. Ah, leicht an den Pfosten. Da ist das Glück nicht da. Jetzt die Position nicht. Rule 1. Ah, nimmt man doch nicht gerne. Manche werden schon jetzt fluchen im Chat wahrscheinlich. So, und jetzt. Ah, ja, 3 am Tor. Aber einer nimmt. Schon mal besser. Wer will hier mit dem nächsten Save? Katschuland wieder über die Corner. Ne, ich glaube. Bin mir nicht ganz sicher, ob der Double Touch hier geplant war. So, und jetzt Ionien. Und Ravish auf den Konter. Ah, das ist nicht aufs Tor drauf. Und Zeta hat es wahrscheinlich jetzt blöd für Hawkey noch mal berührt. Der Angriff geht noch weiter. Okay, gegen die Wand. Ravish. Alle vom KitSC sind am Tor. Jetzt. Nein, Ionien verpasst. Kommt der KitSC jetzt hier raus aus der Corner? Hm, nicht ganz. Noch nicht. Jetzt Katschuland, das sieht schon mal besser aus, um rauszukommen. Na, Zeta schafft es hier nicht ganz ran. Jetzt Hawkey. Ja, King Inos ist vorher da, aber Ionien hat aufgepasst. Oh, Ravish wurde gebumpt. Das Tor war frei. Und KitSC belohnt sich hier nicht. Zeit haben sie aber rausgespielt. Die Uhr läuft unerbittlich. Und... 3 Tore jetzt in 2 Sekunden, jetzt das schaffen auch die Besten nicht. Und da ist der Ball am Boden, das erste Match ist entschieden für KitSC. David steht jetzt
Insgesamt 0:1. Ja, schade. Ja, schade, aber ich denke, da kann man noch reinkommen. Da ist nichts unmöglich. Wir haben ja gesehen, am Anfang war so ein bisschen Ordnung da, noch nicht so ganz alles perfekt. Aber man war in der Corner gefangen. Die vom KTSC haben das gut ausgespielt. Aber man hat gesehen, man kommt immer besser aus der Corner raus. Die Zustimmung passt wieder, dass nicht zu viele Double Commits kommen. Und ich denke, wir können die nächsten Matches sehen, wie sich die Halunkenbande verbessert im Spiel. Ja, So, wir können auch bereit. wir haben mit Fischi, achso, ja, wir klingen bereit, ja. Wir haben mit Ja. Fischi auch tatsächlich einen Fan der Greenkeepers in unserem Chat. Ah, sehr Und schön. Chess 5X, Chess 6, whatever. Ja, hat sich auch an dem Kater echauffiert, ich mich auch. Okay, die Teams sind bereit schon. Wir können in Zuschauen umschalten, damit es hier losgeht mit Match 2. So, hier wird wieder auf den Kickoff gefahren. Ja, Hawkey hat sich das schon ausgeguckt, kam aber nicht so, wie er dachte. Oh, ja, da hat sich Katschul in Zeit gelassen, aber kein Problem für ihn. Jetzt sehen wir. Oh, ein Double Commit. Kann das jemand bestrafen? Nein. Erwisch war nicht schnell genug. Vielleicht hat er auf jemand anderen gewartet, der aber nicht kam. Aber man hat auf jeden Fall die Corner schon mal gehabt. Hat es jetzt aber etwas weggegeben hier. Jetzt schauen wir mal. Ah, oh, das sieht gefährlich aus. Aber keiner nimmt hier. King Inus versucht es nochmal vorzulegen. Katschuland kann nicht die Kontrolle nehmen gegen Ravish. Ist hier. Ah, Aeonian. Leider nicht ran. Und jetzt wird es vors Tor gelegt. Das ist gefährlich. So, und Ravish hat es aber hingekriegt zu passen aus dieser Situation. Na, da kommt der Ball ein bisschen zu nah, um so schön was zu machen. Ein bisschen hin und her noch. So, Corner von EGT. Oh, das sieht ein bisschen unglücklich aus. Ja, das ist unglücklich. Der Clear hätte nicht so sein dürfen. Hawkey von der Wand. Unglücklich direkt an die Mitte ran. Und da steht schon jemand bereit, der hat gelauert. Zeta. Ja, aber es ist wie vorhin auch, es ist momentan nur 1-0. Es sind noch 4 Minuten auf der Uhr. Jetzt mal schauen, wie es hier läuft. Katschulan schießt nicht, der legt wieder vor. Okay, ja, der ist noch hinten im Feld, kann den Ball hier nehmen. Jonien wurde gedemot. Wir sehen hier mehr Aggression. Das kann Räume öffnen. Oh, ja, wer Hockey hat dann nicht so ganz gelauert. Das hätte was werden können. So, Zeta legt vor. Katschland. Ah, da war nicht genügend Druck dahinter. Okay, kann das nehmen. So. Und hier, Katschland leitet noch weiter. Ravish. Ein gutes 50 für KTSC. Können sie ein Tor schießen? Nein. Das wurde abgewehrt. So, und jetzt ist Ravish draußen kurz. Darf kurz nochmal von der Bank starten. Mein Rocket League beklagt sich hier über Paketverluste. Aber scheint wieder gelöst zu Okay. sein. Ja, random Pop-ups, wer kennt's nicht? Das ist eine interessante Vorlage. Die konnte man abwehren. Aber ich glaube, jetzt ist niemand im Tor. Doch. Oh, das sieht auch wieder wüst aus. Und jetzt ist Ravish wieder raus und Hawkey noch vorne. Aber keine Gefahr gerade. Donian hat hier sogar ein bisschen Zeit. Ja, gegen zwei kommt er gerade nicht vorbei mit dem Boost auch. So, Ravish am Backboard. Ah, das ist auch wieder gefährlich auf einen KTSC-Spieler dran. Inus hat jetzt ein bisschen Zeit in der Corner. Kann aber nichts draus machen. So, und jetzt die Rache an Katschuland von Ravish. Es wird hier schön Rugby gespielt, fast schon. Ja, und da konnte gerade keiner einen Follow-up machen. Jetzt wieder der Ball beim EGT. Konnte man hier die Situation auflösen? Ist Ravish noch dran? Ja. Aber da kommt er nicht so gut ran. So, jetzt Aeonian mit einem guten Schuss. Aber Katschuland zur Stelle. Ravish nochmal durch die Corner durch. Nein, Katschuland auch hier zur Stelle. Oh, und das sah wie ein Miss aus von Hawkey. Ja, da sind zwei auf einen Haufen gefahren. Konnten beide nichts machen. Ja, schön, dass kein KTSC-Spieler hier rankommt mit dem Ball gerade. Jetzt wieder
aus der Corner heraus starten. Da ist keiner bereit für den 50. Aeonian ist draußen. Und Ravish kann hier nur Zeit rausholen. Jetzt einen Double Touch gegen die Wand und er ist drin. Das dürfte ja auch ruhig klippen. Das war super von Zeta hier. Wow, so knapp noch am Pfosten vorbei ins Tor. Ich bin beeindruckt. Das war echt heftig gerade. So, 0 zu 2 für KTSC. Tja, die Halunkenbande hat immer so öfter so ein Loch. Bei eben Angriff vor allem. So, man legt vor, aber irgendwie kann keiner ein Follow-up machen. Da werden sicher auch ein paar Demos und Bumps, die wir vom KTSC öfter sehen, inzwischen Schuld dran haben. Jetzt sehen wir hier. Oh, Hawkeye hat den verpasst, aber alle haben gewartet. Ja, und den hat jetzt kurz Zeit. Kann hier da ein bisschen regeln. So, Hawkeye alleine im Tor. Passt aber noch. So, King Inos kriegt hier es nicht aufs Tor. Und keiner ist bereit. Wow, was für ein Touch. So, den kann aber KTSC nicht nutzen. So, und wir sehen hier, da ist man vorne zu aggressiv gegangen, vielleicht mit den Demos. Hawkeye muss da in höchster Not noch das irgendwie erwischen. Aber es hat noch funktioniert. Man wollte sich wahrscheinlich ein bisschen Raum vorne verschaffen, aber man hat den Ball einfach nicht unter Kontrolle gekriegt, damit das Ganze klappt. Ja, King Inos hat den. Zeta. Ah, Kacholand wird ein bisschen zugestellt. Der kann erst jetzt ran. Es ist nicht drin. Zeta legt nochmal vor fürs Ende hier. Davish. Zeta. Nein. Kein Tor mehr. Ja, auch das zweite Match. Hier nicht mehr so ganz eindeutig, aber schon sichtbar an die KTSC Greenkeepers. Ja, ich denke, unsere Lunkenbande hat hier gut was probiert mit den Demos und den Bums, vor allem gegen Ende hin. Aber es ist nicht so ganz aufgegangen. Ich bin gespannt, wenn sie das jetzt weitermachen, wie das hier vielleicht noch das Match drehen kann, das Spiel. Wir sind jetzt nicht mehr in so einer guten Position selber, aber die vom KTSC hier zeigen eine gute Show. Muss man ganz ehrlich sagen. So, wir gehen auf Zuschauen, wie immer, damit sie hier starten können. Da werden keine Pausen gemacht, keine Ansprachen gemacht. Und es geht wieder los. Das Kick-off. Ja, das sah aus, als ob es dem KTSC gehört, aber jetzt ist man in deren ihrer Corner. Kann man was draus machen? Nein, Aeonian ist auch noch rausgenommen worden. Jetzt muss man schauen. Na, da hat jemand hier am Tor versucht. Und hat dann doch noch Ravish gefunden hier. Da wird jetzt viel aggressiver gespielt. Ja, und da kann man noch vom Backboard das runterkratzen. So, Hawkeye entscheidet sich. Lieber Verteidigung. Scheint auch die richtige Wahl gewesen zu sein jetzt. Ravish wird hier von Zeta besiegt in der Luft. Das sah komisch, aber effektiv aus. Oh! Hier, die Bums. Jetzt kann KTSC das schnell genug ausspielen. Nein, nicht ganz, aber. Nein, Zeta traut sich nicht für einen Backflip. Sieht man hier auch nicht oft auf höherem Niveau. Und King Inos kann den Ball abfangen. Ja, da hat er gewonnen und hat noch genügend Boost, um das noch zu holen. Und Aeonian konnte da nichts mehr machen aus dem Tor heraus. Ja, wieder haben wir so bei 4 Minuten 5 ungefähr das Tor von KTSC. Geschichte wiederholt sich, kann aber diesmal EGT das drehen. Ravish hier schon mal mit einem Save gegen einen Einfennig-Auto. Muss hier richtig aufpassen. Kacholans Auto ist grün, das von Zeta nicht. Von King Inos. So, und jetzt sehen wir hier. Ja. Ah, King Inos hat hier fast noch einen Bump gekriegt. Und das hat wahrscheinlich Ravish jetzt ein bisschen ins Schwitzen gebracht, dass man hier nicht den Angriff machen konnte. Zeta quer. Und nochmal. So, King Inos jetzt in der Corner von EGT. EGT steht bereit. Was kommt jetzt? Ah, das hat nicht so ganz geklappt. Zeta ist aber da. Und jetzt kann Hawkeye das nehmen? Nein.
Oh, und wieder gefährlicher Torschuss von Zeta. Ja, da wird hier ein bisschen versucht auszudribbeln. Na, da fehlt der Boost. Da fehlt der Boost. Und ein bisschen zu weit vor war das hier. Jetzt Ravish hier mit einem Ball, den man nehmen könnte, aber war anscheinend ein bisschen zu gefährlich. Ich habe auch einen Autokontakt gehört. Ja, hier, King Inos kommt durch. Konnte man aber nicht nehmen. Zeta hier mit zwei Touches. Ah, und hier wird der Ionian fast schon gedoppelt. Und jetzt hat er leider keinen Boost, sonst wäre das hier eine schöne Konterchance gewesen. Ah, da wird er auch jetzt rausgenommen. Oh, da war keine Abstimmung. Da war keine Abstimmung. Ravished und Hockey. Das hätte es sonst einen gefährlichen Torschuss noch geben können. Ah, und Hockey und Kacholand hier beide am Ball vorbei. In Rocket League ist ja alles gewollt. Das war wahrscheinlich dann ein Fake. Und hier Ravish. Hockey wird hier geblockt. Aber Ravish kommt trotzdem an den Ball ran. Kann ihn aber nicht verwandeln. Und Hockey hat gehofft, dass Ionian noch nah genug dran ist. War aber nicht. So. Hier sehen wir jetzt schon mehr Aerial Battles. Die werden auch nicht mehr von einer Seite so konsequent gewonnen. Aber KTSC immer noch mit der Überhand. Mit viel Zeit übrig, die sie runterspielen können. So. Und das war jetzt wichtig, dieser Touch von oben gegen Hockey, dass der nicht schießen kann. Wir sehen hier, ein paar Spieler werden wieder rausgenommen vom EGT. Kacholand klärt hier erstmal in die Corner. Ja, mit dem Ball kann man ihn leicht nehmen. Zunächst Ionian, sieht interessant aus hier. Hockey kann den leider nicht nehmen. So, und Ravish fliegt ins Tor. Ja, er fliegt ins Tor. Kyrgios kommt nicht ran. Ja, da war Ravish einfach schneller und hat richtig viel Power drin gehabt. Und ja, wozu übers ganze Feld fahren und dann den Konter so machen, wenn man zum eigenen Tor ausmachen kann. 1 zu 1, 1 Minute 20 noch. So, und das Spiel beginnt in der linken Corner vom EGT. Und den hier am Ball. Ah, wird rausgenommen von Zeta. Jetzt Kacholand. Das sieht vielversprechend aus für KTSC, aber Hockey kann den nehmen. Kommt aber nicht mehr hinterher. Zeta legt wieder vor. Kacholand. Na, nochmal durch die Corner durch. King Inos. Das fliegt aufs Tor. Aber zu langsam. Nächster Angriff. Zeta haut wieder rein. Aber. Oh, Ravish kommt nicht ran. Und jetzt hier. Wow, wunderschön! Wunderschön von Ravish. Hier King Inos aussteigen lassen. Jetzt behaupte ich, dass das ein Fake ist. Dann den Pass wunderschön ins Tor genommen. Hier schön mit einem Lattenkracher noch. Wow. Und dann steht es tatsächlich 2 zu 1. EGT hat jetzt einmal die Führung in einem Match. Und jetzt hier aufpassen beim Anspiel. Das sah nicht so ganz souverän aus. Ah, Jonin hat noch einmal abgebremst, damit er nicht gebumpt wird. Das Tor ist leer. Nicht ganz. Okay. Hockey kam doch noch ran. Und jetzt haben wir noch 25 Sekunden auf der Uhr und KTSC muss jetzt unbedingt noch ein Tor schießen, wenn sie hier nicht in noch ein Match rein wollen. Ravish ist ja aber im Angriff. Na, kann sich gegen Zeta nicht durchsetzen. Jonin dreht schon ab. Hockey hat aufgepasst. Und jetzt zählen wir runter von 10. Jonin hier. Bisschen mehr Clear als Pass, aber Hockey ist dran. Na, leider auf Zeta drauf. Ravish verpasst. Eine Sekunde noch. Der Ball muss den Boden berühren. Und der Pass kam nicht rüber. Die Alunkenbande hat ein Match geholt. Wir haben jetzt einen insgesamten Stand von 1 zu 2, immer noch für KitFC. Ja, Fred, was würdest du sagen? Denkst du, dass unsere Jungs besser reinkommen? Oder Ja, denkst du, ich dass denke. KitFC vielleicht nicht mehr so ganz 100% fit ist sogar schon? Ich denke, der EGT hat sich jetzt ein bisschen an den Spielstil angepasst oder zumindest wissen sie, wie sie besser darauf reagieren. Ich hoffe auf ein Comeback, ne? Aber dann müssten wir jetzt noch Ja, zwei müsste man ein Spiele paar Mal gewinnen. hintereinander gewinnen. Genau. Ja, ich bin gespannt, wie das wird, wenn KitSC vor allem weiterhin so mit Pumps und Demos hantiert. Weil es hat eine Weile ganz gut funktioniert, aber ich habe irgendwann das Gefühl gehabt, weil wenn man das macht, es ist schon ein Risiko, weil jemand ist dann unter Umständen out of position
Und wenn dann der Gegner an den Ball kommt und einen Konter macht mit nur zwei Leuten, dann kann das auch nach hinten losgehen. Es ist nicht so richtig nach hinten gegangen, aber ja, es macht vielleicht für die, sagen wir mal, wenn Kittessee das macht, für die falsche Mannschaft doch noch Räume auf. Und jetzt sind wir hier im nächsten Match drin. Es hat vielleicht eine kurze Ansprache gegeben, man hat gezögert auf Seite von EGT. Und wir sehen jetzt hier den nächsten ersten Kickoff. Ja, oh, Ravish hat hier auf Hawkey durchgelassen gekriegt. Und Hawkey lässt sich hier nicht lumpen, aber Zeta hat den Pfosten gedeckt. Das war sehr wichtig. Und war jetzt mal bestimmt eine kleine Überraschung für KitSC, dass EGT jetzt doch am Anfang so spielen kann. Ravish mit einem wunderschönen Tor aus der Corner heraus. Und abgeklatscht mit Hawkey noch. Sehr schön. Wow, diesen Ball einfach so runtergesetzt und dann perfekt noch mitgenommen. Ja, ich denke mal, das hat die ein bisschen überrascht. Und da war auch schwer, das zu verteidigen, weil man noch verteidigt hat, verteidigen musste vorher von dem einen Schuss. Ja, und jetzt sehen wir hier, EGT zeigt hier, wir sind da. Die Führung in diesem Match. Oh, wenn da jetzt der Block geklappt hätte, das wäre auch gleich wieder drin gewesen. Also man startet hier deutlich gefährlicher rein als vorher. Okay, auch wieder hier gut dabei. Zeta kann hier aber das nehmen. Sah ein bisschen komisch aus, weil das Tor eigentlich leer war. Aber naja. Manchmal sitzt es auch nicht immer. Manchmal Mind Games. Wer weiß. So, Ionien kommt hier nicht durch gegen Kinos. Das war sehr wichtig. Und jetzt Zeta kann hier entlasten in die Corner rein. Ravish muss hier ein bisschen gucken, dass nicht jemand direkt an den Ball kommt. Zeta. Oh, faster Bump auf Ravish. Das war sehr wichtig. Ja, zwei an der Wand. Nicht ganz optimal, aber funktioniert. Ravish kommt hier nicht vor Kong Inos ran. Und Hockey kriegt diesen Abroller nicht ganz. Ah, jetzt wieder hier. Ein kleines Hin und Her vor dem Tor von KitSC. Bin gespannt, wie hier rausgespielt wird. Ah, Edonien rausgenommen jetzt. Und Ravish rausgenommen. Jetzt muss Hockey ran. Hockey ist dran. Kann hier ein bisschen Zeit rausholen. Ah, geht hier, versucht noch alles rauszuholen mit einem Touch, aber schafft es nicht. So, und das war jetzt richtig wichtig. Denn sonst hätte es einen Konter aufs leere Tor gegeben, vielleicht sogar einen direkten Schuss. Den gab es jetzt aber nicht, weil Hawke hier Zeit rausgeholt hat. So, Kaczorland, wieder auf die Corner. Ja, die Corners, ein Ort, wo man nicht so leicht Tore schießen kann. So, gute Demo, guter Schuss, aber zwei vom KitSC zur Stelle. Ja, man versucht jetzt auch das zu nehmen und der See geht so langsam am Tor vorbei und man denkt so, geh doch rein und jetzt ist er drin. Hockey lässt sich wieder nicht lumpen, musste hier ein bisschen Zeit kriegen, damit er hier ran kann und Deonien sagt, jo, mach ich für dich. Und hier kann man einschieben zum 2 zu 0. Es sind noch 2 Minuten 52 auf der Uhr. Ha, unsere Jungs machen es spannend. Ja, aber Zeta, was auch immer ja. Erik gesagt hat, es war gut. Sprich ruhig. Was Ja, auch ich immer habe Erik dich ein bisschen gesagt hat, abgehört. es war gut. Ja, gab es hier nochmal eine Ansprache. Nachher gibt es kein Siegesschnitzel, wenn man nicht gewinnt. So, und nun, man ist wieder in der Corner vom KitSC drin. Und man kann auch den Ball so ein bisschen halten. Jetzt Ravish wieder gefährlich. Hockey, ja, bisschen langsam, aber effektiv. 3 zu 0. Man kann es kaum glauben, wenn man die Spiele vorher gesehen hat. Es ist jetzt tatsächlich momentan einseitig für EGT. Ist nicht so, dass der KitSC gar nicht mehr zu Chancen kommt, aber das ist deutlich weniger. Sind hier schwer unter Druck. Ich bin gespannt, wie sie das noch drehen können. Ah, da fehlt der Boost. Sonst wäre hier schon das nächste Tor gefallen. Oh, Ravish wieder auch gefährlich nah dran am Tor. Und jetzt aber konnte keiner den Druck aufrechterhalten vom EGT. Jetzt muss der Angriff sitzen. Na, der sitzt nicht direkt, aber man hat die Corner. Und da fehlt ein Spieler. Da fehlt ein Spieler auf der Position, die angespielt wurde. Der Ball segelt runter. Na, Havazeta kann ihn nehmen. Aeonian, ah, keiner bereit auf rechts. Mussten die zwei kurz auseinanderfahren, damit sie sich nicht bumpen vom eigenen Team. Sondern jetzt hier. Ja, das war schön aufgelegt, aber
Die sind hier gut unter Druck. Oh, das war nicht abgesprochen hier. Und jetzt kommt der Konter vom Kittessee. Ah, Nebenstor. Und Ravish kriegt den sogar noch. Kann man was draus machen? Nein. Das war auf den Spieler zu sehr zu. So, Ezreonian verpasst da ein bisschen. Hawkeye. Kinginos kommt. Er kommt nicht ran. Er kommt nicht ran. Das war zu überraschend. Und Hawkeye macht hier doch noch ein Tor, nachdem Zeta hier Ionien besiegt hatte. Vielen Damit Dank hat man an nicht gerechnet. Ja. Lil Okram 181 für deinen Follow. Ja, Dankeschön, dass vielen du da Dank. bist. Das sehen wir immer gerne. Und wir hoffen, dass unsere Halunkenbande euch gut unterhält. So. Corner. Hat man. Zeta hat nämlich verpasst. Und jetzt hier kann man einschieben? Nein, ein bisschen zu hoch. Bisschen zu wenig Boost. Ah, Hawkeye hat es auch fast gehabt, aber jetzt muss man aufpassen mit den Ressourcen. Auch. Ah, man kann noch ein bisschen Zeit rausholen, Ionien hier. Und man kann sogar noch ein paar 50s rausholen. Ja, je länger man die in der Corner hält, je in der Führung, je länger man die hält, desto eher gewinnt man. Ist natürlich auch ein Risiko, wenn es einmal schief geht. Und das war jetzt wirklich sehr gut von Ravish. Kann er einschieben? Nein, Ionien steht ein bisschen zu weit weg. Aber der Pass war auch ehrlich gesagt ein bisschen zu weit. Da hätte Ionien über den Pfosten drüber kommen müssen. So, Ravish nimmt das von der Wand weg. Zeta? Nein, wird von Ionien geblockt. Hawkeye hat jemanden rausgenommen. Ist die Zuordnung gestört jetzt? Ah, Ionien kriegt das hier nicht gegen das Backboard. Gegen Kaczulant. Kaczulant, oh, kommt hier noch ran. Hawkeye vors Tor. Kein Eigentor, sehr gut. Und kann man noch ein Tor machen? Nein. Der Touch mit dem Teammate gegen den Boden. Und damit kommt hier der Ausgleich. 2 zu 2. Unglaublich. Ein furioses 2 zu 2 sogar. Also wirklich. Man sieht hier wieder Hawkeye, unser Torschützenkönig vom Team. Zeigt mal wieder, wer hier die Punkte hat. Kam jetzt viel mehr zum Zug, hatte viel mehr Chancen. Macht die natürlich dann gnadenlos rein. Ja, das sieht deutlich besser aus. Wir haben hier ordentlich Spannung. Jetzt noch einmal bitte im Chat Laola-Welle anfeuern, Hype, egal was, einfach reinhalten jetzt, denn jetzt wird's kritisch. Jetzt wird's kritisch. Das muss jetzt sitzen. Ja, weise Worte, desto länger man den Lead hält, desto eher gewinnt man. Da gleich mal bitte als Zitat bei mir vermerken. Genau, und ich sehe schon, jetzt gab es bei Kittessee wahrscheinlich eine Ansprache, die haben jetzt auch gezögert. EGT kann hier zufrieden sein mit der Performance aus dem Match jetzt. Und wir gehen jetzt in die Entscheidung rein. So, altes Muster. Aber diesmal Zeta direkt am Ball aus dem Kick-Off. Das flog ein bisschen gefährlich. Und, nein, Ravish hat es. Ravish hat es. Kaczulant kann nicht direkt reinschießen. Zeta hier. Mit dem Backflip, den ich vorhin vermisst habe, aufs Tor. War aber nicht so gefährlich. So, und jetzt ist Ravish draußen. Hawkeye versucht hier zu bestrafen, aber kriegt nicht genügend Power dahinter. Da war man dran. Wow, wunderschöner Schuss von Zeta, aber Ravish war zur Stelle. Hat da gelauert vom eigenen Tor. Ionien und Hawkeye, das sah seltsam, aber effektiv aus. Der ist nicht drin. Der ist nicht drin. Ist noch abgeprallt. So, und jetzt muss man aufpassen, dass man sich nicht eine fängt. Also knapper geht's jetzt fast echt nicht mehr. Das noch zu saven. Und die Zuordnung stimmt. Man fängt sich nicht nochmal einen Torschuss, der sehr gefährlich ist. So, und jetzt ist man aber ein bisschen boostless. Muss hier ein bisschen rotieren. Oh, und Ravish wird hier rausgenommen, anstatt einen 50 zu machen. Das hätte fast ziemlich gut werden können für Kittessee. Hawkeye hier interessant über ein Ceiling. Bisschen Zeit rausgeholt anscheinend. Da war nämlich keiner vom EGT bereit. Aber vom Kittessee kam auch keiner ran. So, jetzt rollt der Ball ein bisschen gefährlich am Tor entlang. Aber kein Problem, denn Zeta kriegt keinen Druck drauf. Ja, jetzt hier wieder bisschen verwirrend unterwegs. Hier Ravish und Hawkeye. Ja, Hawkeye will halt schießen. Eigentor! Da war man vielleicht ein bisschen zu panisch, aber es war auch echt verdammt knapp dran am Tor. Hier mit dem schönen Schuss von Zeta. Nein, es war sogar aufs Tor. Ravish musste ran.
Ja, und diesmal führt Kittessee. Und diesmal nicht bei Minute 4, sondern bei Minute 3. Da sind wir gespannt, wie das jetzt wird, weil keine Muster erkennbar von vorher. Es hat jetzt zwar immer der gewonnen, der geführt hat. Oh! Da hat man gut ausgespielt. King Inos hier, schön auf Zeta. Ja, da hat man ein bisschen mit Katschland gekämpft und Ionian fährt an, aber kommt irgendwie nicht ran und das Tor ist einfach leer. Da hat man gut gespielt. Ah, die... Es wird wieder hier spannend. Hat die Ansprache beim KittSC jetzt dafür gesorgt, dass man wieder die Oberhand übernimmt, komplett? Es sieht momentan danach ein bisschen aus. Die Halunkenbande kommt nicht so wirklich zu Chancen. Und wir sehen hier auch ein paar schwerere, ja, Fehler, ein paar mehr Misses. Vielleicht auch ein bisschen Nervosität, wer weiß. Man kann nicht in die Spieler reingucken. Jetzt sehen wir hier, Ionian kriegt nicht den 50, aber es wird auch nicht gefährlich. Ja, Hawkey wieder das altbekannte Problem, wenn er von ganz hinten starten muss, hat er irgendwann keinen Boost mehr. Jetzt Ionian kommt da nicht ran. Muss jetzt hier ans Backboard, weil er wenig Boost hat, kriegt den Ball hier aber gut raus. Wenn da versucht wurde, wieder den designierten Goalkeeper irgendwie rauszukriegen. Im Hintergrund. Ah, ich denke, das sollte auf Ravish, aber Hawkey war auch da. Ravish verpasst hier, jetzt auch. Ah, der EGT muss hier ein bisschen mehr mit Präzision spielen, wenn hier noch was gehen soll. Weil wenn man die Spiele jetzt anschaut, wenn da ein bisschen mehr Consistency wieder reinkommt, dann hat man hier durchaus noch Chancen, auch wenn die Zeit langsam fortschreitet, unerbittlich gen 0 läuft und man 2:0 hinten liegt. So, da hat man ein bisschen Zeit rausgeholt. Oh, da war man sich nicht ganz einig, wer denn rangehen sollte beim KittSC, aber es hat noch funktioniert. Ah, jetzt verpasst man hier auch. Zeigen sich Abnutzungserscheinungen vielleicht bei den Spielern? Mal sehen. 1 Minute 20 noch und EGT, ja, hat gerade den Ball verloren. Ja, das sah auch wieder abenteuerlich aus. Aber, oh, ja, da nur 7 Boost, da kann man nicht so ganz hinterher. Katschaland nicht so ganz optimal, aber es funktioniert noch. Und jetzt nur Ravish im Weg. Na, Hawkey ist doch noch aufgetaucht auf dem Bildschirm. Ja, da verpasst man, aber Katschaland ist noch da. Ja, er liegt lieber vor und geht das Risiko nicht ein. So, Ionian und Hawkey schaffen es nicht vorbei an King Inos. Und es wird ein bisschen ruppiger, ein bisschen rabiater. Man sieht mehr Commits, mehr Clashes, sag ich mal, mehr Touches gegen Autos als Bälle. Aber es liegt auch daran, dass EGT hier mal ein Tor erzielen muss. So, Ravish wurde jetzt rausgenommen, das hat ein bisschen zu lang gedauert. Und Hawkey geht in der Luft der Boost aus. Muss man ja aufpassen, Zeta ist hier gut am Ball, aber Ionian zur Stelle. Und es sind nur noch Sekunden, es sieht brenzlig aus. Es gibt Matches, die noch gedreht worden sind in so einer Situation, aber es sieht mit jeder Sekunde immer schlechter aus. Ja, dann muss man sogar am eigenen Tor spielen und kann nicht hinausspielen. Und damit geht das ganze Ding an die KittSC Greenkeepers. Ja, da hat man es ziemlich spannend gemacht, ein Hin und Her vom Punktestand auch. Aber schlussendlich kann KittSC Greenkeepers vor allem im letzten Spiel richtig kontrolliert hier das zu Ende spielen. Man sieht hier in der Statistik die Torschüsse, man hat nur 3 überhaupt zugelassen und einen gehalten und die anderen beiden waren daneben. Also das haben die richtig gut gemacht, richtig als Bollwerk nochmal gespielt. Anfangsstärke, die sie bisher hatten, ausgenutzt und dann zugemacht. Ja, aber ich denke, die Halunkenbande kann sich nur eins vorwerfen, dass der Start bisschen zu schwach war. Ich denke, das ist der einzige Vorwurf, den man hier machen kann. Aber genau. Und damit sehen wir hier, dass, genau, Lerbinator sagt's richtig. Hier GG es nochmal und KittSC trifft auf Ofgu eSports. Die dürfen rüber zu den Magdeburgern, um planmäßig um 19:30 Uhr, wenn mich nicht alles täuscht, hier im
der Relegation zur ersten, zweiten Liga. Und genau, und die hier ein kleiner Service für KitSC. Nicht nur die Greenkeepers haben gerade gewonnen, sondern auch KitSC Foxfire, das zweite Team, gegen Uni Esports Dortmund. Und die dürfen gegen EVD Donner Drifters ran. Ja, Hut ab KitSC, zwei Teams schon durchgekommen in die nächste Runde. Und wir sind aber auch nicht raus beim EGT. Denn wir sind um 19.30 Uhr auch dran, aber in einer anderen Stufe des Turniers. Genau, Fred, mein Assistent, er liest meine Gedanken, er macht das hier. Und genau, genau, wir sind dann, wenn es gleich eingetragen wird auf Tournament, im Losers Bracket 1.4 und dürfen dann gegen den Verlierer, ja, das klang hart, aber es ist so, gegen den Verlierer aus, jetzt muss ich nochmal nachschauen, nicht, dass ich irgendeinen Blödsinn sage, genau, aus dem Spiel, Winners Bracket 2.3 raus, da steht, das wird auch eine Weile lang nicht feststehen, weil da zweimal ausgespielt werden muss. Wir haben drei Möglichkeiten. Yonic Esports. Bitte? Jetzt ist gerade aktualisiert. Gerade aktualisiert werden. Genau. Ja, aber die entscheidenden Matches stehen noch nicht drin, über das ich gerade sprechen wollte. Genau, also mögliche Gegner sind Yonic Esports, Skyline Frankfurt, gegen die man schon gewonnen hat. Also das wäre richtig interessant, wenn die das schaffen würden. In der ersten Runde weiterzukommen, dann in der zweiten nicht und dann wieder auf EGT treffen. Die waren auch noch in derselben Gruppe. Und dann ist noch ein möglicher Gegner, Heidige Makrelelele. Die müssten aus Hamburg sein, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, so sieht es aus. So sieht es aus, genau. Und wir warten jetzt noch. Genau. Ja, sprich du, Fred. Labinator, danke für deinen Good Luck, have fun. Er schreibt auch, das Spiel ist, by the way, erst morgen Abend. By the way, erst morgen Abend? Genau, ja. 12. Juni. Genau, ich kann nicht lesen. Genau. Gut, dann. Ja, was heißt das denn für uns? Das sieht man erstmal haben wir jetzt nicht. Haben wir jetzt Feierabend, oder wie? Genau, weil man nicht im Winners Bracket bleiben konnte, haben wir jetzt tatsächlich schon Schluss. Wir haben ein spannendes Spiel gesehen gegen KitSC. Und danke natürlich an die Leute im Chat, die aufpassen, dass ich nicht im Müll rede. Genau. Und dann schauen wir mal, wie das dann morgen ablaufen wird. Und jetzt schauen wir noch, ob wir den Ravish, unseren Kapitän, ans Mikro bekommen. Ich werde ihn kurz anschreiben, aber wahrscheinlich wird er auch nochmal Motivationsrede halten. Man braucht sich nicht verstecken, wie schon gesagt. Und genau. Interview kann jetzt starten, schreibe ich an ihn. Genau, ja. Ja, danke auch für die Wünsche hier mit Good Luck Hilfern. Haben wir ja schon gesagt. So, und jetzt sind wir, wie gesagt, am Warten. Ah, und Ravish ist da. Ich habe einen Blink-Blink gehört. Yes, sir. Guten Abend. Ja, dann kurze Rückfrage an meinen Assistenten. Ist denn der Ravish hier schön laut und nicht super laut? Wird noch einmal kurz. Ich weiß es nicht, er sagt nichts. Checkt. Hallo, hallo, hallo. Check, check, check. Mic check. 1, 2, 3. Genau. Ja, perfekt. Wunderbar. Wunderbar. Gut, super. Dann darfst du dich jetzt auf ein paar Fragen einstellen, Erik. Ei, ei. Genau, also es war echt ein Hin und Her, also bei den ersten zwei Matches. Wir haben schon gedacht, KitSC, echt harte Los. Das wird ein bisschen arg schnell gehen. Und dann habt ihr nochmal hier richtig aufgedreht in den Match 3 und 4. Und dann echt wieder, also es scheinen die Ansprachen zwischen den Matches rausgeholt zu haben. Wer mehr anspricht, der gewinnt mehr. Ja, wie seht ihr das so? Was war so eure Sicht aufs Spiel? Ja, also uns war von vornherein klar, dass es ein sehr, sehr schweres Matchup wird. Da, wenn man da auch da wieder die Ranks von den individuellen Spielern einfach anschaut, sind wir deutlich unterlegen halt, aufs Team gesehen. Mhm. Und aber ja, alles ist möglich in Rocket League, wenn man es gut spielt. Und wir haben halt in letzter Zeit echt wenig zusammen gespielt. Und dann im ersten Match, so direkt am Anfang, war es halt, ja, haben die uns kurz reingeknattert. War natürlich kurz
die Stimmung, ja, okay, das wird eben ein schnelles Ding. Aber dann haben wir uns gefangen und im zweiten Match sah es ja schon besser aus. Ja. Und dann hat Yannick Aeonian halt zum Reverse Sweep gecallt. Die Vibes ein bisschen hochgebracht. War, glaube ich, eigentlich eher so als Witz gemeint, aber dann ja, haben wir das dritte Match ja geholt. Und dann hatten wir richtig Bock, dann dachten wir, komm, das holen wir, das ist machbar. Und konnten es auch ins vierte Match reintragen. Aber im fünften Match mussten wir es ja dann leider wieder geschlagen gehen. Aber hey, wir waren echt überrascht, dass es doch noch so eine knappe Kiste wurde, weil wir dachten, die Greenkeepers fahren mit ihrem Rasenmäher kurz über uns drüber. Aber ja, also auch wenn wir verloren haben, wir sind jetzt nicht ja, traurig über unsere Leistung, weil es war eine echt spannende Series und haben alles gegeben. Ja, man muss sich halt so denken, eher, ja, wärt ihr jetzt ein bisschen mehr eingespielt, vielleicht wäre das auch für euch ausgegangen mit hier 3 zu 2. Also, ich denke, da hat nicht viel gefehlt, ehrlich gesagt. Ich finde es aber auch interessant, ich weiß nicht, wie du es mir beantworten kannst. Man hat irgendwann gemerkt, okay, die vom KidSC fangen jetzt an, mehr Bumps, mehr Demos. Und ich habe das Gefühl gehabt, auch wenn das nicht manchmal direkt zu Toren geführt hat, das hat euch ein bisschen in die Karten gespielt, weil ihr plötzlich mehr Platz hattet. So, dass ihr dann nicht immer in einem 3 gegen 3 wart und dann irgendwie einer rotieren musste und dann ihr nur zu zweit wart und. Sondern dann wart ihr halt nur zu zweit, aber die Gegner halt irgendwie auch, weil einer ja auf ein Demo gegangen ist. Was meinst du dazu? Ja, auf jeden Fall. In Rocket League ist es immer so, wenn du halt für Bumps gehst, du investierst halt selber Ressourcen dafür, investierst Boost, investierst Zeit in der gegnerischen Hälfte. Dadurch kam es schon auch öfters zu Situationen, wo die ihren Third halt im 1 gegen 2 gelassen haben. Aber sie haben halt gemerkt, dass wir jetzt nicht so extrem tödlich quasi in der Offensive waren, dass wir das immer eiskalt ausgenutzt haben, wenn wir mit einem 1 gegen 2 waren. Da sind wir leider noch nicht so. Auch nicht so stark im Zusammenspiel. Und dementsprechend konnten sie es investieren. Und ich habe dann wirklich teilweise gemerkt, ich glaube schon, dass sie so ein bisschen gemerkt haben, dass ich halt der stärkste Spieler bin. Und dann war es halt wirklich teilweise so, dass in Game 3 oder Game 4 war es, glaube ich, dass wirklich teilweise zwei Leute direkt nach ihrem Commit für den Ball immer auf mich für die Demo gekommen Ja, sind. ich hab's schon gesagt im Stream, dass du gedoppelt wurdest irgendwann. Ja, irgendwann war wirklich der Punkt, wo zwei Leute mich gechased haben. Und ich dachte so, what the fuck, was soll denn das hier? Oh Mann, wir spielen hier doch kein Kampakas. Boxauto. Ja. Aber ja, hat ja funktioniert, von dem her. Guter Ja. Gameplan von ihnen. Ja, auf jeden Fall. Was ich auch interessant fand, wir haben ganz oft gesehen, weil natürlich, wenn die dich so einschnüren, dann waren halt Hawkey und Ionian gefragt. Und bei den Kontern, die sie gemacht haben, hat man vor allem in den letzten paar Spielen gesehen, die sind öfter mitten auf dem Weg, sieht man sie fliegen mit dem Ball und man sieht null Boost. Denkst du, das ist was, an was man arbeiten kann? So natürlich unter Druck dann so mit Boost-Management, das ist natürlich schwierig, aber dass vielleicht das hier sogar den Ausschlag gegeben hat, weil wenn man einen Konter anfängt und den nicht zu Ende spielen kann, das ist halt immer schlecht für einen selbst und der Gegner freut sich. Ja, also definitiv. Boost-Management ist extrem wichtig in 3 gegen 3. Gerade in 3 gegen 3, dadurch, dass das Game halt so speedy ist, ist halt, ja, wie gesagt, Boost-Management wichtig. Und in dem Moment, deswegen ist auch in 3 gegen 3 so wichtig, den Ball bei den Gegnern zu behalten, weil in dem Moment, wo der Ball halt vor dem gegnerischen Tor ist, müssen die Boost investieren, um den Ball wieder auf die andere Seite des Felds zu tragen. Und eben, wie du angesprochen hast, in den meisten Fällen reichen 100 Boost halt gerade dafür aus, um den Ball vom einen Ende des Spielfelds aufs andere zu bringen, wenn Gegner dort sind, die dich halt stören. Aber nicht, um irgendwie jetzt noch ein richtiges Play aufzubauen oder so, sondern du investierst Ja. eigentlich all deinen Boost, um überhaupt den Ball dahin zu bringen. Und den jetzt wirklich in eine gute Position zu bringen, ist dann nochmal um einiges schwieriger. Genau. Und das Bracket wurde gerade aktualisiert. Dann kann ich euch schon mal sagen, auf was ihr euch einstellen könnt. Nämlich, Skyline Frankfurt hat es nicht geschafft gegen Munich Esports. Es ist auch 3 zu 2 ausgegangen für München. Und die werden dann später, heute noch, gegen Heilige Makelele spielen. Und dadurch wird sich euer Gegner entscheiden für morgen.
Brian. Und dann? Also, ich denke mal, du bist so in Uniliga gut unterwegs. Hast du schon was von den beiden Gegnern gehört? Was denn, gibt's schon Gedanken darüber, die du teilen Ja, möchtest? also Munich Esports, die waren ja bei uns in, wenn ich es richtig weiß, auch in der zweiten Liga. München, ja. Bin mir ziemlich sicher, dass wir gegen die auch schon gespielt haben. Ich glaube, die waren in der anderen Gruppe drin. In der anderen Gruppe. Ja, die waren in der anderen Okay. Gruppe drin. Okay, Und dann. Heilige Makelele kommt ja aus der Ja, die ersten habe ich Liga. auch schon mal gehört. Ich habe in der ersten Liga jetzt nicht so extrem viele Matches angeschaut, eigentlich immer nur die von Magdeburg, weil, wie gesagt, da der Teammate von mir Ja, spielt. das ist ein bisschen schade, dass dieses Matchup jetzt nicht zustande gekommen ist, aber wer weiß, vielleicht verläuft das Turnier noch irgendwie, dass das doch noch passiert. Weiß, Dein vielleicht. kleiner Traum. Das wäre auf jeden Fall sehenswert, würde ich sagen. Kleines Ich kann Drama. dir sagen, weil ich gerade durch die ganzen Tabellen durchschalte, also Kittles Secret Keepers war ja in Gruppe 1 auf dem dritten Platz, gegen die ihr gerade gespielt habt, die da mit 5 Siegen und 4 Niederlagen standen. Auch interessant, dass es so, weil die Gruppe 2 war ein bisschen eindeutiger in unserer Gruppe. Und Munich Esports hat nur eine einzige Niederlage gehabt. Was? Da bin ich gespannt, wie das läuft, weil ihr hattet ja zwei Niederlagen. Ob Ja. das jetzt so aussagekräftig sein wird? Ja. Weil hier, VV University Esports Dresden und HU Hydras, das waren die zwei, die euch gekriegt haben. Genau, und Munich Esports muss ich jetzt auch mal kurz nachschauen. Das wäre jetzt sehr interessant. Gegen wen haben die denn eins liegen lassen? Gegen Uni Esports Dortmund. Sieh an. Die sind ja auch hier im Turnier mit dabei. Und haben es nicht durchs erste Match geschafft. Genau. Ja. Also für den Überblick jetzt, ihr seid jetzt Losers Bracket 4. Ja. Losers Bracket 2 ist Skyline Frankfurt. Losers Bracket 3 ist Dortmund. Und ja, ich bin gespannt, was dann passieren wird jetzt noch. Gut, aber ich denke, für heute war es das so langsam. Danke, dass du noch da warst, Erik. Und danke fürs Spiel, vor allem auch an die anderen beiden Spieler, Hockey und Jonien. Und ja, wir freuen uns auf morgen. Ich auch auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um das hier zu casten. Bedeutet mir wirklich sehr viel und den anderen auch. Sehr Immer gerne. wieder schön, dass man einfach so eine Community hat im eSports Freien Tübingen. Und ja, dann freuen wir uns auf morgen. Und auch noch ciao an alle Zuschauer. Danke, dass ihr da wart. Ja, Dann bin aber ich gerne raus. doch. Gerne doch Vielen streamen Dank, wir ja. euch natürlich. Nehmen uns die Zeit. Vor allem ganz dickes Dankeschön an meinen Assistenten, der hier die ganze Technik stellt. Wie immer super. Immer wieder Ja, gerne. Fred, möchtest du noch etwas sagen? Genau, ich unterbreche dich die ganze Zeit. Nee, alles gut. Du hast ja im Prinzip alles gesagt. Vielen Dank auch an den Chat, an den aktiven Chat. Tatsächlich waren mehr Fans für die Greenkeepers im Chat. Die hatten also sie hatten was zu freuen. Und ich denke, wir können dann einfach mal den Channel der Uniliga raten, vermutlich. Entschuldigung, das war nur der Plan, falls EGT gegen Magdeburg ran muss, aber das passiert nicht. Das Spiel im Losers Bracket ist ja erst morgen. Aber wir können ja Aber trotzdem weitergeben, oder? ja, okay. Dann bleibt ihr hier in Rocket League Action drin, kriegt, mach mal hier auf gute Freunde, dann seht ihr hier gleich über unseren Raid die OFGO Esports gegen KTC Greenkeepers. Auch ein spannendes Match. Und ja, ich würde sagen, wir können abgeben. Wir sind für heute raus. Danke, dass ihr da wart. Danke fürs Zuschauen und für die Aktivität. Und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank und tschüss.
Soße.